Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube mit Simba die Quest gemacht. Und heute haben wir wieder Nala frei, da werden wir jetzt auch mal direkt hinreisen und mal schauen bzw. hören, was sie heute für eine Quest für uns hat. Wenn ich sie denn finde. Aber ich denke mal, sie ist hier im Felsen drin. Nala, guten Morgen. Da ist sie. Hallo. Hi. Gameplayerin, diese Risse verursachen weitere Probleme. Ich tue, was ich kann, aber ich brauche deine Hilfe. Ich kümmere mich darum. Was kann ich tun? Mhm. In allen Gewässern des Tals erscheinen immer mehr von diesen seltsamen Fischen. Wir fangen gar keine anderen Fische mehr. Aber wenn jemand versucht, sie zu braten, verschwinden sie einfach. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Rudel Hunger leidet. Keine Sorge, ich werde Fische für sie fangen. ich hoffe, dass ich auch was anderes fangen kann. Ich mach das mal. Danke, Gameplayerin. Ich will nicht, dass jemand in Panik gerät. Wenn wir Vajana, Remy und Donald Fische besorgen, hilft das auch den anderen. Vajana versucht, einen Schwertfisch zu fangen, aber es gelingt ihr nur, wenn sie weit auf das Meer herausfährt. Huh. Remy braucht eine Krabbe für ein Gericht, das er zubereitet. Aha. Und Donald will unbedingt Thunfisch. Ich glaube, sein Ärger wächst sich zu einem echten Wutanfall aus. Auf Wiedersehen. Okay, die wollen jetzt auch noch extra spezielle Fische haben. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo... Sag mal, Simba, jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, stehst du hinter mir und brüllst mich an. Ja, und dann bist du hier wieder so lustig am Rumhüpfen. Das finde ich nicht nett. Oh, okay. Also erstmal würde ich sagen... Oh, erstmal müssen wir mal kurz was anderes machen. Ich mache das nicht gerne, aber ich muss mal eben meine Kürbisse hier... ja, gießen. Weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass die schon wieder komplett ausgetrocknet sind. Die habe ich auch ehrlich gesagt total vergessen. Ich habe die zwar einmal natürlich gegossen, nachdem ich sie reingemacht hatte. Aber ich habe ja jetzt so lange nicht mehr gespielt, weil kein Update zwischendurch da war. Und ehrlich gesagt, in der Zeit habe ich jetzt auch total vergessen. Das fiel mir jetzt gerade bei dem Anblick nämlich wieder ein mit den roten Wassertropfen, dass man die ja zweimal gießen muss, die Kürbisse. Das heißt, das müssen wir jetzt mal eben kurz machen. Ich hätte es sonst sehr, sehr gerne offline gemacht, aber ich weiß halt nicht, wann ich die Möglichkeit habe, die Kürbisse zu machen. Und je schneller die natürlich dann wieder rauskommen, also sprich, je schneller die ja, gegossen sind und wieder das toll, Merlin, darf ich mal eben sprechen, bitte, ohne dass du dazwischen redest. Je schneller die natürlich wieder rauskommen und man sie abernten kann, umso schneller kann ich dann natürlich auch, ja, ich denke erstmal Nala leveln. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich als erstes mache. So. Ich befürchte, ja, ich wusste es. Ich befürchte, dass die oben nämlich dann auch nochmal gemacht werden müssen. Ah! Sarah, ich mache das hier gerade nicht gerne, aber bevor ich das nachher doch noch vergesse und dann kann ich die nicht leveln und dann können wir mit den Quests nicht weitermachen und da drehe ich total am Rad, weil ich ja die König der Löwen die Quests machen wollte. Ah, ja. Der ganz normale Wahnsinn der Gameplayerin. So, es könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich gerade noch eine Folge von Sherlock Holmes auf die Schnelle aufgenommen habe. Und da, glaube ich, so langsam der Wahnsinn beginnt, so wie das aussah. Da bin ich auch mal echt gespannt, wie es da weitergeht. Es ist, normalerweise habe ich ja sehr, sehr viel Vorlaufzeit, aber im Moment dann durch die zwei Wochen, wo jetzt ja Schulferien waren und so, hat sich das alles so dermaßen verzögert, dass es leider, leider nicht ging. Jetzt stalkt er mich oder was? Jetzt steht er schon wieder neben mir. Diesmal haben wir aber doch... Na gut, das ist so einigermaßen leer, sagen wir es mal so. So, ich hätte gerne... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, aber ich hätte gerne die Fische, die hier drin sind. So. Na, nee, ist noch Platz. Oh! Ah! Ich muss die gar nicht angeln, ich muss die nur rausholen. Ja, dann... Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ganz schnell nach Hause.
Und dann schauen wir mal, welche Fische wir eigentlich schon gefangen haben. Weil, wenn man sich das sparen kann und das Ganze ein bisschen schneller machen kann, dann machen wir das doch, ne? Wo gehe ich denn jetzt schon wieder rein? Ich will keine Blumen haben, ich will Fische haben. So. So, ein Schwertfisch, zwei Krabben, zwei Thunfisch. Ein Schwertfisch, zwei Krabben, zwei Thunfisch. Ich gucke auch ehrlich gesagt gerade jetzt gar nicht danach, wie die aussehen, sondern lese da unten nur. Moment, Krabben. Ach so, steht ja auch mit da dran. Ich bin ja auch wieder schlau heute. Okay, zwei Krabben. Zwei Krabben waren das, ne? So. Und Thunfisch war es auf jeden Fall noch. Tintenfisch. Zwei Krabben. Achso, ein Schwertfisch war das noch. Ein Schwertfisch und zwei Thunfisch. Schwertfisch ist hier. Wieso habe ich das gerade nicht gesehen? Ja, Mann. Jetzt habe ich es total versaut. Nee, einer reicht. Okay, zwei Thunfisch brauche ich jetzt noch. Thunfisch ist natürlich etwas, was wir, glaube ich, nicht so oft haben. Oh mein Gott. Bei mir haut gerade mein Kopfhörer ab. Also sprich mein Headset. Thunfisch hier, doch. Ach. Ja, ich gucke wieder jedes einzelne durch. Um dann die falsche Taste zu drücken. Um dann festzustellen, dass ich, Achso, hat er den, der jetzt drin war, hat er jetzt auch weggemacht oder was? Das ist natürlich nicht so günstig. So, das weg. Und die bitte einmal stapeln. So, Dankeschön. Ist eine schwere Geburt heute. Es ist sehr früh am Morgen. Dann habe ich den Wahnsinn in Sherlock Holmes jetzt eben schon mitgemacht. Der mich anscheinend auch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat. Und ja, hilft den Dorfbewohnern. Achso, das soll mir da hinbringen. Okay, Moment. Dann Vajana. Sie ist zu Hause. Ich gebe dir Deckung. Ja, alles gut. Hier. Komm schon, wir haben noch so viel zu tun. Bitteschön, damit du nicht verhungerst. Hey! Du hast einen Fisch gefangen, Gameplayerin. Das ist fantastisch. Oh. Eigentlich hattest du die alle mal gefangen. Ich musste immer weiter hinausfahren, um etwas anderes als diese gruseligen, glühenden Fische mit den großen Augen zu fangen. Aha. Das erinnert mich an das Verschwinden der Fische bei Montonui. Ich musste meine Insel verlassen, um einen Weg zu finden, das zu beheben. Aha. Ich frage mich, ob jemand aus dem Tal anreisen muss. Ob jemand aus dem Tal anreisen muss? Hä? Hey. Mach dir keine Sorgen. Nala und ich werden das in Ordnung bringen. Ah. Nun, wenn jemand es herausfinden kann, dann ihr beide. Ich hoffe nur, dass ihr es bald herausfindet. Ich vermisse es wirklich, Fische fangen zu können. Toll, lass uns später reden. Okay. So, Remy, der will bestimmt eine Köstlichkeit daraus machen. Wieso steht der jetzt draußen? Hallo, Remy. Keine Mittagspause machen hier? Da sind Leute, die bedient werden wollen. Hey, du bist es. Bonjour. Dreigängiges Dankeschön, das Herz einer Löwin. Ich vermute mal, das Oberste ist jetzt das, was wir neu haben, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee. Okay. Au revoir. Nein. Nicht einfach abbauen. Das Herz einer Löwin, dann nehmen wir das. Möchtest du dies weitergeben? Ja. Weil das Herz einer Löwin, das sollte sich jetzt komisch an. Du hast ein paar Krabben gefangen. Oh, Gameplayerin, du hast ja keine Ahnung, wie dringend ich sie gebraucht habe. Jetzt, wo es so schwer ist, Meeresfrüchte zu bekommen, ist es das Einzige, was im Restaurant bestellt wird. Ich habe versucht, sie zu einer Gemüseterrine oder einem Soufflé zu überreden. Aber nein, sie wollen alle Bouillabaisse oder eine Früchteplatte. Wir tun alles, was uns möglich ist, um das Problem zu beheben. Hä? Ich weiß, dass du es tust. Es ist nur ziemlich schwierig, eine Bouillabaisse mit einem Fisch zu machen, der andauernd verschwindet. Wir sind ein gutes Team. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, kriegst du aber nicht heute. Ich bin gerade am gucken. Moment, wo ist Donald denn jetzt?
Donald, da ist er. Das ist natürlich etwas, was blöd wäre, weil wir nämlich noch so früh haben. Wäre es doof, wenn Donald jetzt schlafen würde. Hier ist er drin, ne? Donald! Hey, ich muss mal mit dir reden. Du sollst mir eher zuhören. Hallo! Thunfisch! Endlich! Ich habe den ganzen Tag versucht, welche zu fangen. Aber alles, was ich fange, sind furchtbare Fische, die leuchten. Nicht nur das, sie zappeln mir aus der Hand und verschwinden. Wenn ich herausfinde, wer diesen Schlamassel angerichtet hat, werde ich ihm die Meinung geigen. Keine Sorge, wir bringen das in Ordnung. Jemand kümmert sich besser darum. Mit verschwindenden Fischen kann ich nichts anfangen. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! So, Nala, bist du natürlich wie immer im Dschungel, also im Dschungel, also im Felsen auf jeden Fall. Ich nenne den Bereich jetzt mal Dschungel, diese sonnige Ebene. Scar hat sein kleines Fleckchen da hinten und ihr habt hier so einen wunderschönen Ausblick. Da ist sie. Hallo, hier bin ich. Ja, ich weiß, ich bin weder taub noch blind. Donald, Vajana und Remy sind jetzt viel glücklicher. Aber du kannst nicht für alle angeln. Wir müssen das Problem beseitigen. Meine Schnurrhaare zucken. Ich mache mir Sorgen. Die Risse könnten sich ausweiten. Ursula hat erzählt, dass so etwas schon einmal passiert ist. Diese Löwenstatuetten sehen aus wie du. Irgendwie hat das alles etwas mit dir zu tun. Erinnerst du dich an etwas? Hm, nicht wirklich. Aber mir ist etwas aufgefallen. Das Material, aus dem sie sind. Im Königsfelsen hängt etwas an der Wand, das aus demselben Material zu sein scheint. Simba meint, du würdest es vielleicht eine Steintafel nennen. Darauf sind Pfotenabdrücke und andere Symbole. Vielleicht ist es eine Schrift. Irgendwelche Anweisungen. Aha. Was es auch ist, wir sollten die Steintafel im Königsfelsen untersuchen. Danke. Kein Thema. Ich denke mal, du meinst das hinter dir. Ja, das sieht gut aus. Ich kann es nur nicht mehr anvisieren. Was ist jetzt los? Ah. Voll am Grinsen. Okay. Also. Scheinbar mit diesen seltsam aussehenden Fischen. Und irgendwelchen Edelsteinen. Natürlich müssen wir wieder Edelsteine farben. Und keine Ahnung, was das ist, ob das die Risse darstellen sollen. Müssten wir die Dinger halbieren können oder das da drin finden können? Ich weiß es doch nicht. Die soll mir das doch erklären. Hey, du! Jetzt erinnere ich mich. Vor langer Zeit begann das hier und dort ins Tal zu sickern. Wir haben zusammen mit Merlin etwas getan, was mit diesen Statuetten zu tun hatte. Aber ich erinnere mich nicht, warum sie so aussehen wie ich. Du bist die Beschützerin des Dorfes. Das ergibt Sinn. Ich? Die Beschützerin? Was denkst du von mir? Wow. Mhm. Das ist schön, wirklich. Aber das Wichtigste ist, dass wir dieses Problem beseitigen. In der Erinnerung habe ich gesehen, wie es funktionierte. Es war ein Zauber. Jede Löwenstatuette hat ein verzaubertes Herz. Wir brauchen etwas Magisches von ihr. Etwas von dort und etwas, das an beiden Orten war. Das Magische von hier waren Traumscherben. Und die Fische stammen von der anderen Seite. Wir könnten die Fische bei den Rissen fangen. Wenn wir 3 Fische fangen, dürfte das reichen. Aber womit können wir den Zauber vervollständigen? Etwas, das an beiden Orten war. Hast du nicht gesagt, dass Mini im Hier und Dort war? Vielleicht könnten wir uns etwas von Mini ausleihen. Gute Idee. Ich frage sie. Ich glaube, da war noch etwas, das wir tun mussten. Irgendein 4. Bestandteil. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Keine Sorge, Nala. Ich werde alles besorgen, was wir brauchen. Vielleicht erinnern wir uns dann. Auf Wiedersehen. Ja. Bitte Mini etwas zu leihen. Traumscherben haben wir schon. Boah, Simba, ernsthaft. Und jetzt trottet er wieder so davon. Das ist
wird hier noch zum Horrorspiel. Ich merke das schon. Diese ganzen Jumpscares. Mini scheint im Haus zu sein, wo keiner reinkommt, weil alles zugeballert ist hier mit Nachtdornen. Oh. Moment, das müssen wir mal eben kurz... Hallo, nimm das an. Das auch. Und das letzte auch. Das war doch das letzte, ne? Nein. Och. Ich will nicht das Eichhörnchen, ich will das Ding hier wegmachen. So, damit wir hier wenigstens einigermaßen reinkommen. Mini, ich habe eine Frage. Oh, steh nicht so in der Ecke. Hallo, ich will mit dir reden. Komm doch mal da raus. Ja, und rede mit mir. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Hallo, Gameplayerin. Ich bin so froh, dich zu sehen. Gameplayerin, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich mache mir Sorgen wegen der merkwürdigen Dinge, die im Dorf geschehen sind. Es ist wie damals, als es passiert ist. Ich hoffe, ich werde nicht wieder verschwinden. Dazu wird es nicht kommen. Aber ich brauche deine Hilfe, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Genau. Wirklich? Was brauchst du? Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Nala und ich versuchen, die Risse im Tal mit einem Zauber zu schließen. Wir brauchen etwas von dir. Von mir? Aber warum? Die Risse führen ins Hier und Dort. Um sie zu schließen, brauchen wir etwas, das auch hier... Nee, das auch im Hier und Dort gewesen ist. Gibt es etwas, was du uns geben kannst? Etwas, das du bei dir hattest, als du verschwunden bist? Ja, natürlich. Hier, nimm das. Mini, du ziehst dich jetzt aber nicht aus, oder? Okay, nur die Schleife. Ich dachte gerade schon. Ich habe diese Schleife getragen, als ich anfing zu verschwinden. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich sie in ein paar Teile zerschneide. Ja, super. Oh, bitte tu, was immer du tun musst. Eine Schleife kann ich immer ersetzen. Aber das hier und dort zwischen den Welten gefangen zu sein, das ist so beängstigend. Ich werde nicht zulassen, dass das jemals wieder jemandem passiert. Tschüss. Oh, tschüss. Ja. Hoffentlich nicht so bald. Meine Stimme ist nämlich im Moment im Eimer. Fang in der Nähe der Risse. Wo waren denn die Risse jetzt nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da war doch einer hier am Strand. Aber ich muss bei meinem Glück wahrscheinlich jeden Riss nochmal aufsuchen. Weil wir nicht drei Fische an einen Riss machen können. Die Frage ist auch, hatte ich das im Riss gemacht? Ich glaube, ich hatte das nämlich in diesen Orangenen gemacht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wie geht nicht? Ich war mittendrin. Hä? Hallo? Wieso kann ich das nicht machen? Ja, aber da angel ich doch wieder nur Seetang dann, oder nicht? Ich bin verwirrt. Okay, es ist kein Seetang, es ist diesmal Kabeljau. Aber trotzdem, wieso kann ich das recht nicht nehmen? Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Das ist schön. Ich habe ja aber gerade ein anderes Problem. Es tut mir leid. Ich kann da nicht angeln. Und hier, das sind doch die normalen. Also das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Kannst du mir mal aus dem Weg rausgehen? Ich hasse es, wenn sich irgendjemand da hinstellt und ich nicht sehen kann. Ja, das ist wieder normaler. Was mit den Kreisen ist. Ich könnte jetzt einsteigen, ja, aber... Wieso kann ich da nicht angeln? Wahrscheinlich, weil das verbuggt... Ah, nee, von hier aus geht's jetzt. Hä? Hey? Das muss ich nicht verstehen. Aber egal. Wenn es jetzt funktioniert, dann ist das gut. Gut, dann haben wir schon mal den ersten. Wo war denn der zweite Riss? Der war hier oben. Und der dritte war, glaube ich, in den eisigen Höhlen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist der Riss. Ich meine, ich muss immer in diesen Orangen angeln. Ist natürlich doof, wenn jetzt hier gerade vier Stück sind drumherum und man nicht genau weiß, wo man jetzt raus angeln soll. Das war Hummer. Das war nicht gut. Ursula, wenn du nicht weggehst, dann angel ich dich gleich.
Boah, ich kann überhaupt nichts sehen. Ah, das war aber auf jeden Fall der richtige. Okay. Man konnte gar nicht sehen, ob sich das jetzt zusammengezogen hat oder nicht. War das, oder war das, nee, Wald der Tapferkeit? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es war in den eisigen Höhlen. Ah, ja, 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 ja. Hier ist der Riss. Die Frage ist, von wo kann ich jetzt besser angeln? Hier scheint mir das ein bisschen freier zu sein. Ey, keiner weit und breit um mich rum. Aber Hauptsache, man wirft eine Angel rein, schon kommt irgendeiner angelaufen. Das ist Wahnsinn. So, perfekt. Stelle die verzauberten Herzen her. Ich nehme mal an, dass ich das an der Werkbank machen soll. Wo sind wir denn hier? Da. Die können wir schon mal wegtun. So. Verzaubertes Herz. Zack. 3 Stück davon. Ja. Und dann? Bringe die verzauberten Herzen zu Nala. Okay. Wehe, Simba kommt jetzt wieder von hinten angeschlichen und erschreckt mich, wenn ich rausgehe. Ich habe gesehen, dass er ganz weit weg ist. Der war irgendwo hinter mir links. Wehe, Simba. Wehe. Es ist zu früh am Morgen und ich bin zu müde für sowas. So. Nala freut sich und backt ein bisschen im Stein. Hey, du. Ist aber nicht schlimm. Danke. Jetzt erinnere ich mich daran. Ich weiß, warum die Statuetten so aussehen wie ich. Als du mit Merlin die verzauberten Herzen hergestellt hast, mussten sie bei mir bleiben. Mhm. Ich musste sie behüten, als wären sie meine Jungen. In meiner Nähe begannen sie zu leuchten. Moment, ich hab's. Ich glaube, das ist der 4. Bestandteil. Sie brauchen das Herz einer Löwin. Dein Mut, deine Liebe zu deinem Rudel, das ist es, was dem Zauber seine Kraft verleiht. Es ist also nicht meine Schuld, dass das alles passiert ist? Natürlich nicht. Ha! Da bin ich aber erleichtert. Ich sag dir Bescheid, wenn die verzauberten Herzen anfangen zu leuchten. Juhu! Vielleicht können wir dann alles in Ordnung bringen, ein für alle Mal. Das ist verblüffend. Nein! Ja. Das ist gemein. Immer wenn man denkt, ja, jetzt können wir diese Aufgabe erledigen und vielleicht kriegen wir dann danach noch eine andere Aufgabe, die dann auch wieder so schön oder so spannend oder wie auch immer ist, dann sagen die, ja, ich muss nochmal nachdenken. Ja, es dauert eine Weile. Ja, gieße die Blumen. Das hatten wir ja auch schon mal öfter. Oder wie in diesem Fall, ich sag dir Bescheid, wenn sie anfangen zu leuchten. Ich finde das so gemein. Klar, wir hätten jetzt weitermachen können, wenn ich sie noch weiter gelevelt hätte. Aber naja, gut. Ich meine, die Folge ist auch so schon ganz gut lang geworden, finde ich. Fast 25 Minuten immerhin. Und ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Hoffen, dass Nala uns nicht noch länger reinredet bei der Abmoderation. Und ich finde sie ja irgendwie total hübsch und schön und süß und knuffelig und alles zusammen, ne, wenn ich mir sie so anschaue. Ist so... Erinnert mich ein bisschen an mich, aber nicht in Löwengestalt, sondern in, nicht in Wolfsgestalt, sondern in Löwengestalt sozusagen. Aber auch so dieses, eigentlich ist sie ja schon älter, aber immer noch komplett geistig jung geblieben, sage ich mal. Egal, also, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge, wenn ich sie noch ein bisschen gelevelt habe, dann hoffe ich, dass wir... Ja, das Geheimnis haben wir ja schon gelüftet in dem Sinne, aber dann hoffe ich, dass wir die Risse schließen können und ja, damit eine weitere Bedrohung von diesem Tal abwenden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.